Der Finn macht Zitrone, Weisswein, Küngeli mit Thymian hat Äpfel. Hallo zusammen, heute machen wir zusammen Zitrone, Weisswein, Göckel, die gestern geschaut haben. Der Finn hat beim Schweini Küngelschenkel geholt und jetzt möchte er etwas Gutes daraus machen. Das geht etwas länger, wir tun die zuerst marinieren. Wir nehmen 6 Knoblauchzehen, tun die pressen in eine Schüssel rein. Dann nehmen wir den Saft von 2 Zitronen, geben den dazu, 170 ml Olivenöl, dann, warte, noch nicht rein tun, 2 Sachen drin, was ist drin? Rosmarin, 5 Zwiebeln Rosmarin, die tun wir hacken. Und ein Teelöffel getrockneten Salbei tun wir rein. Dann rühren wir durchrühren. Der andere Hand haben. Ja. Und dann kann man entweder Salz, Pfeffer und Paprika rein tun. Wir tun ein bisschen Alpenfeuer von Bünzli-Gewürz rein. Schön ein bisschen würzen. Darf ein bisschen Pfiff bekommen. Gut. Oh. Dann kommen wir zu diesen wunderschönen Küngelschenkel von Schweinis Wachtum und Küngeli Farm, wo der Finn gestern geholt hat. Vorgestern, Entschuldigung. Mittlerweile. Da nehmen wir 4 Stück. Wir können natürlich auch einfach einen ganzen Küngel nehmen und den grob schneiden. Und den legen wir jetzt schön in unsere Marinade reinlegen. Ja, schön rein. Schön marinieren. Je nachdem braucht es ein anderes Geschirrli. Wir haben sie jetzt in eine Gratinform rein, geht einfacher, weil es halt wirklich schöne grosse Küngelschenkel sind. Dann decken wir es zudecken und 20 Stunden lang im Kühlschrank durchziehen. Zwischendurch, wenn man einmal daran denkt und durchläuft, drehen und wieder ein bisschen einsalben. Dann nehmen wir den Küngel aus der Marinade. Dann noch eine schön kräftig würzen. Wir nehmen wieder Salpenfeuer von Bünzli Gewürz. Nehmen das, was ihr am Anfang gebraucht habt. Salpenfeuer kann ich empfehlen. Schön würzen. Umkehren. Ja. Nein, jetzt bist du wieder gleich weit. So umkehren. Schau. Gut. Die Marinade brauchen wir nachher noch. Die schiessen wir nicht fort. Die müssen wir aufbewahren. Dann brauchen wir 180 ml Weisswein und 500 g frische Tomaten. Am Schluss zum Soßenwürzen, Entschuldigung, nehmen wir noch ein bisschen Schiesspulver oder mehr von Bünzli Gewürz. Alternativ Salz und Pfeffer. Wir haben eigentlich Salz und Pfeffer durch Schiesspulver ersetzt. Dann brauchen wir noch einen Tropfen Olivenöl zum Anbraten. Dann erhitzen wir ein bisschen Olivenöl in einem Topf. Gleichzeitig lassen wir den Backofen auf 200 Grad Umluft an. Und dann den Küngel portionenweise rundum schön anbraten. Achtung! Heiss! Küngelschenkel anbraten sein, nehmen wir sie aus dem Topf. Überschüssige Flüssigkeit leeren wir ab und geben den Weisswein dazu. Dann lassen wir kurz aufkochen. Dann geben wir die restliche Beize, respektive Marinade rein. Lassen das auch schnell aufkochen, schnell verrühren und aufkochen. Dann legen wir den Küngel wieder rein. Der muss nicht bedeckt sein. Deckel drauf und schieben ihn für 40 Minuten in den Backofen. So alle 4 Stunden mal kehren und ein bisschen übergießen mit dem Sud. Für unsere Thymian-Hätöpfeli brauchen wir Hähnäpfel, die würfeln wir, würfeln etwa gleich gross. Wir nehmen festkochende, Mengenangabe machen wir jetzt keine. Die kennen die Klientel am Tisch besser als wir. Bei uns ist es so, etwa 2 mittelgrosse Hähnäpfel längen uns pro Person. Hat Ecken und Kanten die Würfel, das soll daheim so sein. Im Gastgewerbe bekommen wir natürlich perfekt gewürfelte oder quadratische.
Die haben natürlich auch eine deckige Headhelper zur Verfügung. Die können die schön abdurieren. Und brauchen nachher den Rest für weitere Gerichte in eine Suppe oder sonst irgendwo her. Macht daheim keinen Sinn. Dann brauchen wir 3-4 Zwiebeln Thymian, je nach Geschmack. Schön gehackt. Und Würze. Nein, nicht drei. Und Würze kann man mit einem guten Erdäpfelgewürz, mit Salz und Pfeffer, ist man flexibel. Der Finn hat sich Dodo Gewürz von Bünzli Gewürz ausgesucht. Ist wunderbar für einen Erdäpfel. Dann brauchen wir noch ein bisschen Öl und genug Anke. Den Erdäpfel können wir gut würzen, mit dem Dodo Gewürz oder eben mit dem Erdäpfelgewürz. Und gut untereinander machen. Dann erhitzen wir ein bisschen Öl und einen anständigen Mocken Anken in der Bratpfanne. Geben die Erdäpfel rein. Und dann die jetzt schön langsam immer wieder ein bisschen rühren und schütteln, respektive schwenken, so geht es der Ringer. Circa 30 bis 40 Minuten langsam anbraten. Wenn wir zu wenig Fett drin haben, geben wir einfach noch mal ein bisschen Anken rein. Das kann immer wieder ein bisschen. Dann geben wir Tomaten zum Güngel. Einmal kurz ein bisschen durchrühren, Deckel wieder drauf und weitere 30 Minuten im Ofen schön schmoren. Etwa 5 Minuten vor Schluss streuen wir den Thymian schön drüber streuen und dann ist die restlichen 5 Minuten fertig gebraten. Dann nehmen wir den Küngel aus dem Topf, den gut durchrühren. Hat noch schöne Stückchen Tomaten drin, das muss so sein, ist eine relativ flüssige Soße. Wer es natürlich dicker möchte, kann es auch noch abbinden, aber eigentlich gehört sie flüssig. Dann würzen wir sie, wie gesagt, wir machen es mit dem Schiesspulver, alternativ mit Salz und Pfeffer. Dann den Küngel wieder reinlegen, dass er schön heiß ist. Und fertig ist unser Zitronen-Weisswein-Küngeli mit Thymian-Hädöpfeli. Wir wünschen einen guten Zusammen.